Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays Wunschkonzert. Wir sind unterwegs wieder mal mit Marcel Davis 1 zu 1 im Objekt 140. Medium der Russen, Stufe 10. Einer der OP-10er von den Russen. Es gibt da einige. Und der gehört da ganz locker mit dazu. Wir haben eine hübsche 100mm Kanone mit 264 Durchschlag, 320 Schaden mit Hartkern geschossen. 330 Durchschlag bei 320 Schaden auf Vollladungsgeschossen. Und mit 3 HE-Granaten 420 Schaden pro Schuss bei 50 Durchschlag. So, Nachladezeit Standard 6,6 Sekunden. Das heißt, er schießt mehr als 9 Schüsse pro Minute ab. Wenn wir Waffenbrühe drauf haben und einen Ansetzer, wird es natürlich noch deutlich mehr. Das macht die Kiste einfach mal extrem gefährlich. Wir haben eine Gunmark drauf. Wir befinden uns auf Flugplatz in einem 10er, 8er und 9er Gefecht. Und wir werden uns mal umschauen, wie wir uns hier gleich anstellen. Gantebüschen gibt es keine, typisch russisch halt. Wir treffen auf Type 5 schwer, zweimal. Die fahren im Verband. Okay, wir sind nicht aufgegangen, haben auch nichts aufgemacht. Da drüben sind Centurion. Da ist Objekt 430. Wo sind die beiden japanischen Kolosse? Wenn wir mit HE-Kanonen heute so richtig ihren Spaß haben. T-54 aufgeklärt. Kuckuck. Zack, und schon ist wieder nachgeladen. Ist der Wahnsinn, wie schnell das geht. Und das mit dem Stufe 10. Junge, Junge, Junge. In puncto Mobilität ebenfalls ein, ja, klasse Fahrzeug, 55 km/h Topspeed, 20 km/h rückwärts. Also das ist ein Medium vor dem Herrn, ein guter, sehr guter Unterstützer mit brachialer Feuerkraft, mit sehr gutem Durchschlag. Zack, durchs Kettenrad, 310 Schaden verabreicht. Keine Artillerie, keine Aufklärer. Das ist, ja, nicht unbedingt ein Nachteil. Ist halt in erster Linie gut für die schweren Panzer, die sich in puncto Beweglichkeit nicht gerade auszeichnen. Okay, was haben wir hier unten? Tiger 2. Hm, 69 Schaden haben wir schon gemacht, noch nichts abgewehrt. Es wird aber gut gehen, gerade der Turm hält einiges aus. Es macht sehr viel Spaß, den da langfahren zu lassen, nur den Turm rauszuschauen. Alle drehen sich nach einem um, schießen drauf und prallen am Ende ab. Das ist das, was die Kiste einfach mal so gefährlich macht. Type 5 schwer, Type 4 schwer sind in der Mitte. Sind soeben aufgegangen, das bedeutet, wir können hier ein bisschen mehr Druck machen. Schön durchwaschen. IS-3 kriegt da direkt die Schelle. Jawohl. Mit dem Durchschlag. Hoppala. Ich würde schnell die Kette reparieren. Jawohl. 1879 Schaden. Noch kein Kill. Schönen Dank fürs Rauskommen. AMX-30B. Turm wird schwer. Na, Turm hast du keine Chance. Zumindest nicht an der Seite. Jawohl, da kommst du eher durch. 2551 Schaden. Das nennt sich Zangenbewegung. Wir machen von rechts und von links den Deckel drauf. Der T-54 und der T-54E1 sind hier quasi chancenlos. Die werden leider als nächstes aus dem Weg geräumt. Ah, warum nicht den Turm? Okay, Kette ziehen ist okay. Kann man machen. Jawohl, Rheinmetall-Bursi Waffenträger gibt uns die Schelle mit. Hier kriegen wir die Gun nicht runter. Das ist natürlich scheiße. Aber da geht nicht anders. Kette reparieren. Schnell, 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 schnell. Bevor der Rheinmetall-Bursi Waffenträger nachgeladen hat. Ist übrigens nicht aufgegangen beim Schießen. Hoppala, da war er wieder. Mit HE. Er steht vorwärts da, Proste, jawohl, durch die Kette.
Vorsicht bei der HE-Schelle, die der austeilen kann. Wenn er richtig trifft, und zwar oben auf die Kommandantenluke, war es das. Bist du direkt raus. Trotz 912 HP macht er dich da richtig alle. Jawohl, mit Premium-Munition kommt man auch frontal durch den dicken Panzer vom Japaner durch. Sehr schön. Wir stellen wieder um auf normale Munition. Da ist der Rheinmetall-Bursi-Waffenträger. So schnell nachgeladen haben wir leider doch nicht. 4258 Schaden, 620 Schaden geblockt, 1227 Schaden aufgeklärt. So, Centurion 1 probiert es da. Die ganze Zeit. Da ist noch ein schwerer Japaner. Brauchen wir Premium-Munition? Geht nicht anders. Ne, keine Gantebüschen. Jawohl, Glück gehabt, dass der nicht. Ja, okay, der fährt halt nicht besonders schnell, so ist das nun mal. So, da kommst du durch. Gleich nochmal eine Etikette zum Anhalten bringt. Ne, wir schießen vorn durch den Panzer einfach durch. Mit Premium kein Problem. Komplett überfordert. Sobald der Type 5 schwer keine Unterstützung mehr hat, war es das für den. 5847 Schaden, sehr schön. Da ist der Type 4 schwer. Hoppala! Hübscher E-Granate mit 366 Schaden, allerdings ein absoluter Low-Roll. Und wir prallen ab mit Standardmunition am Heck. Jawohl, sehr schön. Kill Nummer 3, 6274 Schaden, 620 Schaden geblockt, 1227 aufgeklärt. Bleibt noch ein Rheinmetall-Bursi-Waffenträger, vielleicht kriegen wir den noch. Hat sich da ein bisschen zurückgezogen, bräuchte noch zwei Schüsse. Wir nehmen HE, sehr schön. So wie sich das gehört. Und auf Wiedersehen. Kill Nummer 4. 6916 Schaden. Ausgeteilt. Ideal gefahren. Beweglichkeit und Kanone. Grandios ausgenutzt. Hier und da mal den Turm gezeigt. Bisschen was eingesteckt, das gehört dazu. Zweite Gunmark bekommen, sehr schön. High Kaliber, ein bisschen Gedöns und drumherum. Und da haben wir ein hübsches M. Wirklich bravourös gefahren. Ich kriege immer nur gute Runden von Marcel Davis. 1282 Basis-XP. Ja, das auf jeden Fall kann sich das blicken lassen. 107.000 nehmen wir ein, Premium. 18.000 ins Reparieren, 19.000 Munitionskiste, 6.000 für Konsumgüter. Bleiben am Ende 63.900 netto auf dem Konto. Sehr fein. 27 Schüsse abgefeuert, 27 haben getroffen. Das ist schon mal eine gute Bilanz. 23 sind durchgedrungen. Macht am Ende knapp 7000 Schaden, ein bisschen was über 300 Meter. Ist halt typisch Russe, über 300 Meter schießen, macht wenig Sinn. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Leute, fleißig draufklicken, Like da lassen, ein Abo für meinen Kanal. Ihr dürft das auch auf Facebook teilen, ist kein Problem. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.